Austrian voters handed a first-ever general election victory to the far-right Freedom Party on Sunday. Their victory is the latest sign of rising support for hard-right parties in Europe that appears to be fueled by anxiety over immigration. The Eurosceptic Russia-friendly party won nearly 29% of the vote, according to a projection by pollster Foresight late Sunday. Leader Herbert Kickl spoke after the record showing. And you don't need to worry, this 29% is well invested. It's an excellent investment for the Freedom Party because one thing has happened today. We have actually opened this door. We have opened the door to a new era. We are now really going to write this new chapter in Austrian history together. A win for the Freedom Party, or FPO, comes 7 decades after its founding under a lawmaker who was a former Nazi. The party has worked to moderate its image, but Kickl remains a provocative and polarizing figure, disliked by other party leaders. They immediately united in rejecting the notion of forming a coalition with him, raising the risk of his victory being a hollow one. Nazis aus dem Parlament! A few dozen anti-FPO protesters assembled outside the party's election celebrations late on Sunday as police kept them at bay. The FPO wants to stop granting asylum altogether and build a, quote, fortress Austria, preventing migrants from entering. Kickl also opposes providing aid to Ukraine and wants sanctions against Russia withdrawn. The FPO has faced backlash from other parties because of its criticism of the EU and failure to condemn Russia's invasion of Ukraine. President Alexander von der Bellen, who oversees the formation of governments, urged parties to find common ground in negotiations in the coming weeks. If Kickl cannot persuade another party to ally with him, it could end the FPO's hopes of forming a government and open the door to a coalition of more moderate parties. And you don't need to worry. These 29% are well invested. They are an excellent investment for the Freedom Party because one thing has happened today. We have actually opened this door. We have opened the door to a new era. We are now really going to write this new chapter in Austrian history together. We have internalized the idea that the people come first and then the chancellor. I had the feeling from the others today during the discussions, I don't know, they were a bit in a state of shock and acted as if this election hadn't happened. I'll give you 2 or 3 more days to think about it. Then we hope that you will come to your senses. It would also be in your own interest, I would like to say. Nazis raus! Alles in der Haus! Nazis raus! Niemals kicken! Niemals kicken! Niemals kicken! Niemals kicken! Ich befürchte blau-schwarz. Ein Mensch ist ein Mensch! Ein Mensch ist ein Mensch! Das bedeutet für Österreich Sozialkürzungen, das bedeutet weniger Gehalt, das bedeutet vor allem im Migrantenbereich eine einzige Katastrophe. Und für die Frauen, ich sehe uns schon wieder für die Abtreibung demonstrieren. Und ich habe vor 40 Jahren angefangen zu demonstrieren und ich kann nicht mehr. Ein Mensch ist ein Mensch! Ein Mensch ist ein Mensch! Puh, das ist eine schwierige Frage. Also auf jeden Fall ein Rechtsdruck in Österreich und in ganz Europa und dass wir unser freies Land und unser freies Leben verlieren und ja, wir wollen einfach ein gemeinschaftliches Leben und zusammen sein und friedvoll leben. Ja. Was ich mit dem Wahlausgang befürchte, ist, dass die ÖVP wie nach jeder Nationalratswahl wieder kein Rückgrat zeigt und einfach mit der FPÖ in eine Koalition geht und wir dann 5 Jahre wieder den Faschoscheiß am Start haben. Wenn die FPÖ nicht in die Regierung kommt, haben wir in 5 Jahren 40% für die FPÖ. Also müsste man wirklich mal über ein Parteiverbot nachdenken, oder? Gewinnt immer. Ja. Gewinnt immer. Wenn du nicht bist, wenn du ehrlich bist, ist die außerparlamentarische Bewegung. Nicht jene,
die jedes Mal nach rechts nachrutschen und dem Rassismus, der Menschenverachtung der FPÖ recht geben. Und dagegen streben wir an von Tag 1. Liebe Land! Auch Menschlichkeit! Liebe Land! Auch Menschlichkeit! Kein Platz für Rassismus! Und los, darüber, dass... Liebe Land! Auch Menschlichkeit! Vielen lieben Dank von allen. Nazis raus! Aus dem Parlament! Auf einen guten, elementaren Bildungsplan. Wir haben tatsächlich dieses Tor aufgemacht. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Wir haben das verinnerlicht, dass es gilt, zuerst das Volk und dann der Kanzler. Bei den anderen habe ich heute das Gefühl gehabt, bei den Diskussionen, ich weiß nicht, ja, die waren ein bisschen in einer Schockstarre und haben so getan, als ob es diese Wahl nicht gegeben hätte. Ich gebe ihnen noch 2-3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass sie zur Besinnung kommen. Es wäre auch in ihrem eigenen Interesse, möchte ich jetzt einmal sagen. Wir haben zum einen Parteigeschichte geschrieben. Ja, die berühmten 26,9% des Jörg Haider. Ich glaube, er verzeiht uns, dass wir heute drüber gehupft sind. Im Gegenteil sogar, er wäre stolz auf uns. Ich bin selten um Worte verlegen, heute tue ich mir ein bisschen schwer. Ja, und das aus einem ganz, ganz positiven Anlass. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich über dieses Ergebnis freue. Das, was wir erreicht haben, das übertrifft meine kühnsten Träume. Danke dafür. Wenn ich sage, wir haben Geschichte geschrieben, dann meine ich damit zweierlei. Wir haben zum einen... Also wir haben das verinnerlicht, wir fühlen uns bestärkt und wir werden von diesem Weg auch nicht abgehen. Diese 29% sind für uns eine Bestärkung. Diesen Weg, den wir bisher gemeinsam eingeschlagen haben, mit noch größerer Intensität fortzusetzen. Das ist mein Versprechen am heutigen Wahlabend. Also ich tippe darauf, dass es möglicherweise auf eine Dreierkoalition rausläuft, ÖVP, SPÖ, NEOS. Selbst wenn es für eine Zweier reichen würde, glaube ich nicht, dass sie es machen würden, weil sie zu knapp wäre. Allerdings sehe ich ganz klar, dass es eine Riesensauerei ist, wenn man hier 30% Wählerwillen übergeht, so wie auch in Deutschland in den Landtagswahlen. Es ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und ich gehe davon aus, dass es 5 gute Jahre für Österreich werden.